Computergenealogie. Was wir sammeln, sind wirkliche Menschen. Unter anderem in Adressbüchern, wo sie gewohnt haben, was sie gearbeitet haben. Das kann man entnehmen aus Sammlungen wie denen, die wir euch hier zur Verfügung stellen. Kleines Beispiel Helgoland, 1844. Schauen wir es uns an. Man sieht Straßen, man sieht Berufe. Ja, das stammt aus so einer Quelle, aus dieser Quelle. Die Daten, die da drin stehen, so einfach sie sind, die sind vielleicht nicht ganz ohne. Da steht Brunnenstraße. Ja, Eukens, H. Lotze, Brunnenstraße. Wo ist die Brunnenstraße? Was ist gemeint? OpenStreetMap sagt, keine Ergebnisse. Sollte etwa in Helgoland sich etwas geändert haben? Sieht das Helgoland von heute anders aus als das von 1840? Möglich ist das. Eine Herausforderung. Eine andere Herausforderung ist, die nach den Berufen zu fragen. Ja, gibt es da Normdaten? Hat sich da in der Geschichte was geändert? Möglich ist das. Spannende Frage. Ich bin sehr gespannt, was herauskommt.